Da ist er wieder, euer MK. Yep. Ihr seht mich in Season of Discovery und es geht darum, dass wir uns ein ganz bestimmtes Item holen möchten, nämlich den gemütlichen Schlafsack. Das ist ein tolles EXP-Boost-Item sozusagen. Man mag es nicht glauben, ich als eigentlich treuer Allianz-Spieler spiele in Season of Discovery wirklich auf Seite der Horde. Etwas, was ich seit über 20 Jahren machen möchte, mal Horde spielen. So, und ich habe ja eigentlich auch so ein paar Horde-Charaktere, aber die habe ich nie wirklich vernünftig gespielt. Darum jetzt hier mal in Classic Season of Destruction. Season of Discovery. So, das ist mein kleiner Tronki, kleiner hässlicher grüner Ork. Ne? So, und wo startet die Quest vom Prinzip her, um den Schlafsack zu bekommen? Startet auf Horde-Seite, startet sie hier im Brachland. Wir sind jetzt hier in der südlichen Goldstraße und wir müssen hier hin zu diesem verbrannten Turm auf dem Feld der Riesen. Da müssen wir hin. Da liegt hier einer, so ein armer Willi, und der startet jetzt die Quest. So. Wie immer, das dauert, bis das geöffnet ist. So. Verkohlte Überreste Notiz dienen euch als Wegweiser. So. Annehmen. Diese Notiz habt ihr gefunden. So. So. Ihr stolpert. Nichts, alles was brennt, ist verloren. Findet das Zwillingsrad. Findet den Zwillingsland. Findet den Ort. So, was ist jetzt das Zwillingsland? Das ist halt die große Frage. Und vom Prinzip her ist das jetzt, wenn man sich das mal anguckt, das Zwillingsland, muss man sich jetzt halt überlegen, wo könnte das sein? So, und das Zwillingsland ist vom Prinzip her Westphal. Warum ist es Westphal? Man muss mal durchzählen. Ne? Hier für die Horde Startgebiet 1. So würde ich es jetzt einfach mal zählen. Das ist halt Durota. Das ist Land 1. Land 2 ist das Brachland. So. Gucken wir jetzt mal auf Allianz-Seite. Na, wo ist es da? Wald von Elven ist bei denen das erste. So, und das zweite ist bei denen in der Regel dann Westphal. So kann man sich das halt erzählen. Ja, auf der anderen Seite, ich habe jetzt die Anatomie von Westphal gerade nicht mehr so im Kopf. Mit dem Zwillingsland. Ob da irgendwas gespiegelt ist. Ich meine, das ist die Kornkammer der Allianz. Ne? Ob das Brachland jetzt die Kornkammer der Horde ist. Kann man sich jetzt überlegen, ne? Kann man sich überlegen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht's nach Westphal. Wir machen das jetzt hier halt in Realtime, das Quest, ne? Ich muss mal schnell gucken, kann ich noch irgendwas verkaufen? Ich brauche 50 Gold für Dural Spec. So. Hier ist noch ein Rezept. Da muss ich allerdings noch ein bisschen skillen für. Ist halt jetzt die Frage, wie kommt man da am gesündesten hin jetzt nach Westphal? Ich glaube, übers Camp. Übers Camp. Benutze jetzt bewusst nicht den Ruhestein, weil ich den später nochmal brauchen werde. Nämlich um vom Westphal nachher zurückzukommen. Alles andere wäre dann viel zu nervig. Es gibt nämlich vom Westphal dann direkt in ein anderes hier seiner Gebiet, aber wir wollen ja mal nichts spoilern. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach Ratchet? Oder wollen wir nach Okama? Ja, machen Ratchet. Das ist egal.
Ja, ansonsten Season of Discovery ist halt eine nette Sache. Hier mit diesen ganzen Runen, die man sich hier reintüdeln kann. Die kann man hier dann auf die einzelnen Rüstungsteile rauffriemeln. Ne? 25 gibt es zu finden. 18 waren es in bis P2. Also ich habe jetzt mit P2 angefangen zu spielen. 18 waren es. Es sind halt heute ist halt Release Day gewesen, beziehungsweise gestern Nacht um 22 Uhr war Release Day. Da sind die halt dann mit hinzugekommen. Jo, der kleine Tronki. Kleiner hässlicher Ork. Ist natürlich doof, eigentlich wollte ich ihn anders nennen. Aber es ist halt doof, wenn man halt ein halbes Jahr später einsteigt. Dann sind halt die ganzen guten Namen halt vergeben. Muss sagen, bei Vanilla ist im Moment so ein bisschen bei mir die Luft raus, weil ich habe da alles jetzt erreicht, was ich wollte. Ich habe meinen Führer KC-Kill geschafft. Ich habe gut zugegeben noch ein bisschen PvP offen mit meinem Main-Char. Aber da ist halt so die Luft raus, das ist im Moment nichts Besonderes. Und darum habe ich halt jetzt einfach mal Season of Discovery angefangen. Ihr seht ja hier auch auf dem Kanal, ich habe auch noch einen Hardcore-Charakter, auch auf Hordenseite angefangen. Ja. Das ist. Vielleicht habe ich Glück und komme noch aufs Schiff rauf. Ich hoffe, es hält lange genug. Wie oft habe ich den Sprung nicht geschafft, im letzten Moment drauf zu springen? Das könnte jetzt aber ganz gut klappen gerade. Auf jeden Fall schon mal die Ecke anvisieren und Sprung und ich habe es geschafft. Ja. Wie ist das Leveln hier? War okay. Zumindest erstmal so bis 20, 30 war das Leveln okay. Ab 30 wurde es dann zäh. Obwohl man hier echt einen fetten XP-Buff hatte. 100% Erfahrungsgewinn und Quest Gold, okay, 300 hat man jetzt immer noch. Vor Season 3 war es halt 100% unter 40. Jetzt über 40 sind es halt plus 50, aber immer noch 300% Gold. Finde ich voll okay. Finde ich voll okay. So. Kann man das beobachten? Nein. Es gibt aber kein Gold hier. Das ist natürlich doof. Wie spielen sich die Dungeons mit Horde? Wäre auch nicht anders als mit Allianz. Macht Spaß. Aber man merkt, das Spiel ist extrem verroht. Es gibt wenig Miteinander. Was ich schade finde. Da war es in Klassik, also im echten Klassik, das vor 4 Jahren, vor 4 Jahren? Oder vor 5 Jahren gestartet ist. Da war das deutlich besser. Ich weiß nicht, woran das irgendwie liegt. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Weiß nicht, irgendwie ist der Helm hässlich und der Umhang auch. Mach ich den aus? Mal gucken, wie schlimm es jetzt aussieht. Ein bisschen besser, ne? Ein bisschen besser. Wenn ich Shami wäre und übers Wasser laufen könnte, würde ich jetzt hier reinspringen und da hinten rauslaufen. Weil es doch ein paar Sekunden Geschwindigkeitsvorteil bietet. So, hier Truhe des Captains muss ich noch machen. Ich habe aber bewusst jetzt den allgemeinen Chat hier unten mal ausgemacht, weil ich keinen Nerv haben möchte, mich hinterher ärgern, weil ich eine Gruppe verpasst habe oder eine Quest.
Ich will jetzt hier diese Quest mit Tronki durchziehen. Hier ist einiges noch offen, ne? Booty Bay. Hier steht der, der mir den PvP-Buff, PvP-Protection-Buff macht. Das war auch eine dumme Sache damals. Als ich hier dann das erste Mal rüber bin, da war ich noch relativ low. Hier biege ich jedes seit 20 Jahren falsch ab. Da war ich noch low. Und da habe ich den Protection Buff nicht gehabt. So, dann haben die mich natürlich gleich direkt umgeklatscht. Da habe ich erstmal dumm geguckt, als ich in Gromgol angekommen bin. Ja. Und da hast du dich natürlich belebt. Wieder umgeklatscht worden. Belebt, umgeklatscht worden. Belebt, umgeklatscht worden. So, und halt nicht nur von Spielern, sondern halt auch von NPCs. Naja, sehr nervig, ne? Ah, okay. Das habe ich dann relativ fix gelernt. Tja. Also, der Levelbereich 30 bis 40, der war sehr nervig. Gab so ein paar Sachen, so in schimmernde Ebene, die gingen relativ schön, die gingen relativ schnell in 1000 Nadeln, das war schön. Aber so hier dann der Teil in Strangle, pff. So zu Ende 30, als man dann Kloster gehen konnte, da war es wieder okay. Da konnte ich jetzt nicht so viel meckern. Aber vorher, das war schon echt nervig. Aber ansonsten ist es doch immer wieder ein schönes Gefühl, trotzdem das ganze Oldschool zu spielen. Ja, schon okay. Kann man nicht meckern. Und ich muss mir jetzt halt noch überlegen, ob ich jetzt... gut, das ist eine Paladin-Waffe, ne? Aber egal. Ob ich jetzt... Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Ob ich... jetzt Arms spiele mit denen hier, weil die sind echt gut, die Waffen. Oder ob ich... je nachdem, was ich für Waffen kriege. Also ich bin scharf darauf, in die Hügel von Rasoven zu gehen, weil hier gibt es ja das Ende bringen. Und da gibt es diese Waffe hier. So, und die ist super. Die ist total... also die hat halt einen schönen Style, aber die hat halt 30 DPS und plus 28 Angriffskraft. Und das ist natürlich hier, wenn man sowas hier hat, in der Main Hand. Ja, also für die Offhand ist die halt natürlich hier super. Ja, da lasse ich die auch. Und wenn die halt da noch mit da drauf kommt, ey, wow. Das ist sexy. Puh. Ja, das dauert jetzt. Jetzt ist Gelatschen. Ne? Und ich werde jetzt gleich zusehen, dass ich hier oben über die Insel von den Sandalari drüber laufe. Weil das war früher immer der umgekehrte Weg, den wir in Classic gelaufen sind, wenn wir nach Zul Grob wollten. Also jetzt muss ich ja so ein paar Viecher umlaufen. Ne? Ich brauche eigentlich noch Blattskalp-Ohren. Brauche ich eigentlich auch noch. Aber das ist jetzt im Moment nicht das Ziel. Es ist viel Gelatsche. Und ich bin zu pleite, um mir einen Mount zu leisten. Und ich werde erst... naja, das ist ja noch das Schöne jetzt im P3. Da ist Dual Spec jetzt reingekommen. Kostet 50 Gold. Und mir ist der Dual Spec aber mehr wert als Mount. Ich denke mal, werde in 4-5 Tagen werde ich da 50 Gold haben. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ansonsten muss ich latschen, latschen, latschen. Dann geh du mal weg da, du.
Du Dingster Bumster. Ich dachte mal, die heißen Krokolisken, aber sie heißen Krokilisken. Habe ich 20 Jahre falsch gesagt. Und auch wenn ich dieses Gebiet hasse, ne, es ist hier Strangthorn und nicht Schlingdorntal. Ne? In den Maps ist es, oder auf der Map ist es halt auf Deutsch. In den Quests haben sie es aber teilweise nicht übersetzt und das finde ich immer sehr schön. Und was ich festgestellt habe, die Horde ist der Allianz benachteiligt. Was Flugpunkte angeht in den alten Königreichen. Die haben nur die Hälfte der Flugpunkte, was Allianz hat. Und ich meine, dass sie auch weniger Flugpunkte in Kalimdor haben, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So, Latsch, Latsch, Latsch. Das ist ein Gelatsche hier, nicht? Latschen, Latschen, Schwimmen, Paddeln. Hier die Trollinsel. Wo dann die NPCs für Zulgurup stehen. Ich bin mal gespannt dann halt, was Zulgurup angeht. Ob es Zulgurup dann als Raid geben wird. Weil es gibt ja eigentlich eher normale Dungeons als Raids. So, jetzt sind wir schon in Westfalen? Ja. Von der Map her, ja. So viel Laufstrecke wie möglich mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das der idealste Weg ist. Wenn ihr einen idealeren Weg wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, das Erz da, das wird uninteressant sein. Ja, ist das Kupfer, das brauche ich nicht mehr. Ich gleich, oh, ich muss pullern, ey. Ich hab viel getrunken. Ich habe heute gut getrunken. Hier der Leuchtturm. Ah, oh, ich habe Westfall geliebt damals. Westfall war schön. Westfall war nicht so hektisch. Es war ein riesiges Gebiet. Ich fand es aber trotzdem von den Laufwegen her nicht schlimm. Weil das von der Quest her schon recht optimiert ist. Dann kann ich hier schon hochlatschen. Komme ich hier hoch? Da ist der Ausgang von den Todesminen. Und jetzt bewegen wir uns schon auf das Zielgebiet zu. So, Notiz. Ja, du wirst sofort hinterlässt, im Mittelverschreibung, nicht alles, was brennt, ist verloren. Findet das Zwillingsland. Findet den Ort. Hier, Moonglade. Moonbrook. So, und von hier nur noch geradeaus laufen eigentlich erstmal.
Muss man keine Angst haben. Hier gab es eine Allianz-Quest damals, wo man eine Uhr holen musste. Aus Brennen. Ich meine, hier aus der Truhe musste man die holen. Oder hier raus aus der Ruine. So. Und jetzt müssen wir hier mal gucken. Ist das hier der Ort? Hier irgendwo soll das sein. Weil hier ist ja auch verbranntes. Ah, da, guck mal, da ist was. So, ihr sollte stolpert, ihr bekommt Lauftempo. Okay, aber für 15 Sekunden, das ist jetzt nicht so der Hin. Aber der Trollbluttrank, der ist super. Den heißt sehr, sehr gerne benutzt. So, lest verschiedene Schriften, Trittsteine, ne? Besagt, die Liebe, was sagt Findet einen gemütlichen Platz in den Bergen zwischen dem Brachland und Desolace, wenn ihr einen sicheren Ort zum Reden sucht. Jetzt kommt der Portstein zum Einsatz. Weil jetzt geht es nach Steinkrallengebirge und jetzt geht es nach Sunrock. Beziehungsweise über Sunrock hinaus. Und da muss man jetzt so ein bisschen suchen. Man merkt, da ist schon ein bisschen Lauferei hinter, aber für diesen XP-Boost kann man schon ein bisschen laufen. So. Und auf die, während der Flugzeit gehe ich jetzt erstmal sozusagen Hände waschen. Jedenfalls danach, was ich tun werde. Kleine Tronki schon gelandet? Nee, er fliegt noch, in der Tat. Er fliegt noch.
überlege gerade immer noch, wie ich mein Cardio gestalten möchte. Morgen. Ob ich dafür ins Gym fahre oder ob ich das mal wieder in der freien Natur mache. Also ich glaube, ich mache das so ein bisschen davon abhängig, wie das Wetter ist morgen. Weil jetzt die letzten Tage hat es eigentlich immer nur geregnet. Muss ich gucken, wo der Pfad ist. Hier ist der Pfad nach oben, ne? Ja. Jetzt kann ich diese Quest überhaupt gleich beenden, weil da gibt es gleich unheimlich viel Zeug. Deswegen sollte ich vielleicht noch mal vorher ein bisschen was verkaufen. Ihr seht, meine Inventarsituation ist katastrophal. Den behalte ich aber nochmal. Der hat zwar mehr DPS als die Axt, aber ich hoffe, ich kann da verkaufen. Ruhm der Horde. Weg, weg. Ja, die gebe ich. Die gebe ich weg. Die haben. Das hat keinen Zweck. Was? Da habe ich jetzt 12 Plätze frei. Das ist okay. Ah, die Hammer behalte ich doch noch mal. So, 32 Gold. Jetzt latschen wir noch mal weiter zum Quest, ne? Also alles ein bisschen cozy hier heute. Und ich habe immer nicht gesehen, dass hier ein Durchgang ist. Ich bin dann immer unlustig, wie ich bin. Ich bin dann immer hier außen rum gelatscht, um hier durchzulaufen. Klar, als Allianz-Charakter habe ich hier meinen Landepunkt hier unten und laufe dann hier rum. Ich bin immer hier rumgelatscht und irgendwann ist ein Charmi hier durch. Da dachte ich, oh, die Luft ist jetzt mal hinterher, weil ich mit dem in der Gruppe war. Ja, und dann habe ich gesehen, dass hier ein Durchgang ist, ne? Okay, aber ich red mich jetzt mal raus. Ich bin halt eigentlich ein Allianz-Spieler. Ne? Damit rede ich mich jetzt mal raus. Komme ich da halbwegs ohne Blessuren rund? Jetzt muss ich kurz ein bisschen regenerieren, weil sonst bin ich tot. Sonst bin ich tot. Ich
Jetzt so bin ich tot. Ich muss kurz wirklich warten. Weil dann lass mich feiern. Ja, ja, ich bin lustig. Ich hätte da eigentlich auch entsprechend. Nach oben latschen. Hier ist jetzt irgendwo dann wieder so ein kleiner Weg. Da muss man jetzt so ein bisschen drauf achten, habe ich mir sagen lassen. Das hier ein Weg. Nee, der ist das noch nicht. Das ist ein kleiner Weg. So klein ist er gar nicht. Geht es hier weiter? Vielleicht biege ich hier wieder falsch ab, das kann ja sein, ne? Hier ist was. Das spawnt gerade was. Ist da was drin, was mich interessiert? Fleischkohle. Ja, okay. Kann man verkaufen. So, zwei Abenteuer. Spitzhacke. Ich hab doch schon eine Spitzhacke. Dann nehme ich die Bauernschaufel. Schaufeln sind toll. Gar nicht übel, was? Geht 100 Schritte nach Norden. Brecht euch die Beine. Wenn ihr die steile Klippe heraufsteigt. Okay. Nach Norden. Ich will aber nicht weiter raufsteigen.
mehr drauf. Der war doch hier jetzt gerade, oder? Ach so, Scheiße. Da. Sieht man ja kaum. Nur 480 XP, ey. Okay, noch ein paar Feuerangelegenheit. So, reiß mal ab, schon mal. Kuriertasche, für. Ja, so an. Vorrat, Staubmacht, im Antlitz des Werker. Ist das Wunder, man könnte sagen, dass es aus den Wasserfällen der Zeit geschnitzt wurde. Das ist der Adlerhorst, der Ort, nach dem ihr sucht. Jetzt geht's nach Loch Modan. Und da kann man sich jetzt überlegen, wie kommt man da am besten hin? Ich würde sagen, spontan gesprochen, über Gomgroll und von Gomgroll ins Ödland, im Ödland wieder ewig latschen. Über Loch Modan, Dun Morog. Ne, wir wollen ja nur nach Loch Modan. Ja, dann passt das doch. Oder fliege ich, weil ich so faul bin, einfach nur über Ratchet. Hier mal überlegen. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich den Aufgang finde, weil sonst laufe ich wieder 10 Millionen Mal hin und her. Hi, ich gehöre dazu. Also ist viel Gelatsche für ein echt gutes Item. Ich hätte mir allerdings erhofft, dass es immer mal ein paar XP mehr gibt. Aber es hat 3 Gold gegeben. 3 Gold ist ein Vermögen für mich. Und 3% vom ersten Mount, ne?
So. Seid gegrüßt. Nach Ratchet muss ich bitte. Ja, Flugzeit, Küchenzeit für mich. Bin ich etwa schon gelandet und hab's nicht mitgekriegt? Nein, ich bin noch nicht gelandet. Uah. Ist aber kein Schiff da, ne? Kein Schiff da. Die könnte ich noch mal herstellen. Ja, da bräuchte ich noch Hausstein. Den verscheuere ich erstmal. Auf jeden Fall. Diese coole Schaufel, die behalte ich auf jeden Fall. Spuck das aus! Ich kann doch hier irgendwo was verkaufen. Hier war doch irgendwo ein Gobbel, dem ich was in die Hand drücken konnte. Ich hab, was ihr braucht. Kein Verkaufspreis. Hier das hier.
Das ist ein Bag. Geil. Ist schön, dass ich helfen das habe ich jetzt gerade erstmal wieder gerafft, ne? Dass das ein Bag war. Was mir natürlich ungemein weiterhilft hier wieder, ne? Dass ich wieder einen Ticken mehr Platz habe. Die besten Angebote weit und breit. Bleibt gut drauf. Da kommt jetzt auch schon das Schiff. Müssen halt rüberfahren. Wir sind aber fast fertig. Classic Season of Discovery, and I have two special guests. Ups, einen kleinen Fail habe ich jetzt drin im Video, aber ich bin eh nicht perfekt. Mal gucken, wie lange läuft das Quest jetzt schon? Seit einer guten Stunde. Schaffe ich heute noch die 42? Ich glaube eher nicht. Vielleicht schaffe ich du als Back. Und mal gucken, ob ich jetzt wieder falsch abbiege. Das, was ich ja immer wieder schaffe.
Also hier rein, ne? Hier links rum. Das kenne ich ja seit Jahrzehnten. Jetzt hier rum. Jetzt will ich hier immer rumlaufen und dann denke ich, nee, dann muss ich hier rum. Selbst wenn ich darauf vorbereitet bin, bin ich doof. So, und jetzt will ich nach Loch Modan. So, Torjungsspitze. Bringt mich aber nicht so weit vor, sondern ich muss Ödland. Da muss ich hin. Weil ich muss, hier ist Loch Modan, ne? Da will ich hin. Wenigstens muss ich jetzt nicht laufen, sondern ich kann fliegen. Ein Stück weit. Nur das Doofe ist halt, dass Kargat ganz unten am Ende vom Ödland ist und dass ich ganz nach oben latschen muss. Aber Gott sei Dank ist das Ödland flach, sodass ich nur so ein Stückchen hoch muss. Es ist nicht lang. Und das, ne, ihr wisst, was ich meine. Hier hat gerade einer den Gnomeregan Raid freigeschaltet. Dauert jetzt halt dieses Reisen. Ich habe auch nicht mehr so viel zu erzählen. Dauert jetzt. Dann ist jetzt das Gefliege. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass die Windreiter irgendwie schneller sind, beziehungsweise die Greifen. Greifen, Windreiter, wie auch immer. Ich glaube, die Reisegeschwindigkeit, die wurde ja später erhöht. Glaube ich. Sechs Gold in dieser Sitzung, also mit dem Quest 6 Gold verdient. Das könnt, da können wir mal dann Kassensturz in der machen, wie sehr sich die Quest gelohnt hat. Dauert. Ich hätte es echt schneller in das Spiel.
Aber es ist immer noch schneller, als wenn ich zu Fuß gehe. Gibt nicht viel zu erzählen. An eurer Stelle würde ich vorspulen. Aber vielleicht setze ich, wenn ich dran denke, ja auch Kapitel. So, das Gelatsche geht weiter. Ich habe gerade so überlegt, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was abgreifen an Erzen. Mal gucken. Loch Modan. Wasserfälle. Wer Loch Modan kennt, der weiß, wo es jetzt hingeht. Nehme ich einmal ganz durch Loch Modan durch. So, hier oben müssen wir noch hin. Hatte Kassensturz fast 7 Gold eingenommen. Oh, okay. Was ist das hier? Eisenvorkommen. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz von der Quest ablassen. Ich muss mal eben Eisen holen. Ja, das brauche ich noch zum Schmiedekunst-Skillen. Stinkert der mit mir? Das ist so weit entfernt. Ich hoffe nicht. Kitty, geh mal weiter weg. Der Weg, den du da gehst, der ist gut. Dass Tronki hier wieder abhauen kann.
So, jetzt aber Hackengas hier, ne? Kampfhirschaft. Da war einer unsichtbar. Festung Angora. Entdeckt. Das ist noch ein Pirscher. Noch einer? Noch einer? Oh, ist ja voll mit den Viechern. Also, und da hinten ist schon fast der Ausgang. Also Mount wird euch hier definitiv helfen, wenn ihr das spielt. Ein Wolf hinter mir, Eddig. Ja, egal. Der tut nicht so viel. Hämato, die Grabungsstätte ist hier für Allianz-Charaktere wieder interessant. Weil es eine Quest für Uldaman gibt. Ich habe keinen Bock auf Uldaman. Ich will nicht Uldaman spielen. Aber es gibt XP, ne? Da gibt es noch ein Eisenvorkommen, das macht mehr Spaß. Über mir fliegt eine Horde Charaktere. Ich überlege gerade, ob irgendwie der Flug nach Hammerfall schlauer gewesen wäre. Aber da muss ich ja durch ganz Arati. Ich finde es so geil, dass irgendwie Allianz-Charaktere auf Hordenviechern rumlatschern und umgekehrt. Oh. Ja, was gibt es jetzt noch groß zu erzählen? Mir fällt im Moment nichts ein, irgendwie, was ich sammeln könnte. Chat-Add-on läuft. Ich sehe hier gerade auf YouTube, dass ich eine ganze Menge Kommentare bekomme zu ein paar Shorts von mir, wo die Leute nochmal nachfragen, was da los ist. Okay, der aggroht mich nicht. Also du wirst eigentlich einmal, zweimal, dreimal fast um die Welt geschickt. Und der Malstrom war irgendwie, also diese Sachen hier, die waren in der Originalkarte niemals drin. Die sind erst nach und nach reingekommen. Also so ganz
geschichtlich korrekt ist die Karte hier nicht. Ich weiß nicht, ob der Malsturm schon mit drin war, damals in der allerersten Originalkarte, das weiß ich nicht. Ich meine, glaube aber, zu mich zu erinnern, das nicht. Das hier ist alles nur Kupfer, das ist uninteressant. Ich habe noch eine... Ich soll Bronze und Stiefel bauen. Jetzt bin ich am Damm. Damm, 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 damm. Vorbeilaufen. So, und das Lustige ist, muss jetzt hier runter hopsen. Hier, der Sniper-Jung hier. Ne? Kannst du hier durchs Sniper-Rohr gucken. So, und hier ist die Statue, die ich will. Ne? Ihr bekommt das und das. Ne? Nicht schlecht. Nehmen wir uns mal. Und 4000 XP. Das ist schön. So, spritzen das Wasser, bevor ihr das hört. Der Ausblick ist unglaublich. So. Ihr findet Sammelverwaltung und Werkzeuge. Von hier aus habt ihr das Sagen, vorausgesetzt, ihr habt es gibt die Werkzeug, einen tollen Ort, um ein Paraglider zu starten. Manualität zum Anlaufen. Vergessen. Okay. So, die Sache ist, hier in diesem, im Basisspiel, da gibt es keine Paraglider. Halt die Frage, wohin will er mit mir gucken? So, und Adlerfaust bedeutet jetzt, wir müssen ins Arati-Hochland. Jetzt ist für mich die Frage, kann ich da runter jumpen? Ups, ich bin tot. Doch, nicht tot. Oh! Ah. Okay. Das haben wir überlebt, aber ich glaube, da vorne ist noch ein Wasserfall. Also 4000 XP, das war schon mal sexy. Das hat mir gefallen. 1,50 hat es noch gegeben, jetzt sind wir ungefähr bei 8,5 Gold. Nicht ganz, 8,40. Das ist aber auch noch mal okay. Da kontrolliere ich jetzt hier nochmal mein OBS. Oh, das sieht auch ganz gut aus. Ich habe bei der letzten Videoaufnahme gemerkt, dass der Spielsound zu laut war. Und das war halt doof. Ich gehe jetzt hier erstmal rauf und gucke, wie springe ich am besten. Ich glaube, hier ist das Beste. Ups, scheiße. Oh, Glück gehabt! Oh, das ist der Mond, der WoW-Mond. Okay, FPS passen auch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Grafikeinstellung jetzt irgendwie auf das Höchste gestellt habe, was es so im Moment gibt. In WoW. Ein Rechner langweilt sich ja meistens oder eigentlich immer, wenn ich WoW spiele. Also richtig feiern tut der eigentlich nur, wenn ich so Sachen wie Cyberpunk, Robocop oder Terminator spiele. Ich glaube, das könnte tödlich gehen. Oh, scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Ey, den Laufweg spare ich mir.
Das kostet jetzt zwar richtig Geld, aber egal. Da laufe ich ja nicht zurück und wieder rauf. Kostet alles Zeit. Und die 10 Minuten, die habe ich jetzt. Taschenkosten, die hauen natürlich rein, ne? Einfach um Mude zu werden, ne? Das ist, glaube ich, so dann eine gute Gelegenheit, das Ashwagandha gleich zu nehmen. Reparieren bin ich ja eh sehr geizig. Tja, der Tronki, ne? Also dieses Quest besteht vor allen Dingen aus Hin- und Herlaufen. Aber wir sind gleich fertig mit dem Quest. Vielleicht gibt es hier ein paar nette Quests, die ich dann machen kann, zum Leveln. Also 42 wäre halt noch cool, hört jetzt vom Level ab, ne? Large, large, ein Bohr, immer large, ne. Ich gibt's da das Prinzessin-Quest, ne? Das gab's, glaube ich, hier. Mit dem Stein. Wo der Stein mich hin und her schickt. Wo man die Olle dann umbatzen muss und ein Fahrzeug und, ne? Jedenfalls war das auf der Allianz-Seite so. Das, was man jetzt hier in anderthalb Stunden macht, das hat man früher in... macht man heute in 10 Minuten. Kürze das mal ab, glaube ich. Ah, die sind 33, dann edde ich wahrscheinlich. Da habe ich nicht so Bock drauf. Muss da nur halbwegs an der Zuflucht vorbeikommen. Und eine Schlägerei kann ich mir halt im Moment nicht wirklich leisten, ne? Da, Vorzug. Er war gar nicht so das Problem, sondern seine Ads hier, die waren eher so das Problem. Und die haben alle unterschiedliche Namen, seine Ads. Ne, 4 Stück hat er. Ne, das lasse ich dir aber mal schön in Ruhe, weil B das und C hier hinten irgendwo.
So. Entschuldigung, Leute. Was habe ich dann frei? Fünf Quests hätte ich frei. Zinn, brauche ich nicht. Ich brauche Eisen. Ich brauche Iron. Leute, ich brauche Iron. Iron Ore. XP mitgenommen. Latschen. Es gibt nichts wirklich noch was Interessantes zu erzählen. Hoffentlich gleich durch. Ist das Mikro überhaupt richtig eingestellt? Ja. Ich muss ja noch durch den Durchgang durch. Weil wir müssen jetzt hier auf den Wall oben rauf. Und den erreichen wir nur über einen Aufgang. So, haben wir noch ein bisschen hoch. Wir müssen einen umgestürzten Karren finden. Und da müssen wir klettern. Da ist er, glaube ich, auch schon. Und da sind wir auch schon fast. Wow.
Oh, ein Tigerkaninchen. Hier kann man jetzt ein bisschen suchen. Ist auf jeden Fall noch eine Kiste, die wir aufmachen. Und da ist die Kuriertasche. Was? Quest ist durch. Ein bisschen XP gab es auch noch. Und das war's. In dem Sinne, wir haben jetzt den Schlafsack. Und ich würde sagen, wir machen es uns unter dem Sternenhimmel von Azeroth gemütlich. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachspielen. Schaut gerne auf YouTube, auf Twitch, auf Instagram und was auch immer vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachspielen, was ich schon sagte. Und bis dahin, stay heavy, euer MK.